Ja, hallo. Wie ihr seht, es ist Winter, es ist arschkalt, minus 10 Grad. Ich habe hier ein Ford Focus MK4 und er hat das Problem, dass man die Tür zwar aufschließen kann, aber man bekommt sie nicht wieder zu. Das Schloss ist eingefroren. Hallo und willkommen beim Werkstatt-Dino. Wie ihr seht, minus 9 Grad, es ist also richtig kalt, dann frieren auch schon mal die Türen ein. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das ausschaut. Also, Fernbedienung, klack, geht auf. Man kann die Tür aufmachen, aber das Problem ist, sie rastet nicht wieder ein. Das Schloss ist in sich eingefroren und so bleibt die Tür einfach offen. Sie geht nicht wieder zu. Wenn ihr dieses Problem auch habt, das kann man relativ einfach lösen. Und zwar, indem man diese Verschlusskappen, die hier sitzen, aufmacht in der Tür. Hier in der Tür sitzen diese Verschlussstopfen drin. Die werden einfach nur reingeklipst und die bekommt ihr am besten mit solchen Kunststoffhebeln auf. Dann geht er hier in dieses Loch rein. Manche nehmen Sprühöl, andere nehmen Silikonspray, ich nehme Sprühöl. Wichtig, dass ihr so einen Sprührüssel dran habt. Und dann sprüht ihr von da, jaucht ihr das Schloss richtig gut ein. Oben auch nochmal. So richtig alles einsprühen, das dringt rein und dann funktioniert die Tür auch wieder. Bei der Gelegenheit solltet ihr auch gleich eure Gummidichtung pflegen, hier mit so einer Gummipflege. Ich mache euch mal einen Link darunter, da gibt es verschiedene Sachen, damit einfach hier die Gummidichtungen an den Türen einreiben, dann kleben die nicht fest. Also, einfache Lösung, Stopfen raus, Sprühöl rein, glücklich sein. Mein Ford-Händler hatte ein Riesenproblem damit. Ist es Garantie oder nicht? Keiner weiß es. Man möchte einen Computer anschließen. Was soll der Computer feststellen? Dass es draußen arschkalt ist, das weiß ich auch so. Dass das Schloss eingefroren ist. Also, selbst ist der Mann. Macht die Stopfen raus, Sprühöl rein und das Problem ist gelöst. Ja, ich hoffe, dieser kleine Tipp hat euch geholfen. Ihr schaut mal wieder rein. Bis dahin, ciao, euer Dino.